Hallo ihr Lieben, einen wunderschönen guten Tag, beziehungsweise ich sage jetzt mal wahrscheinlich guten Abend, weil ihr werdet das Video erst gegen Abend sehen. Ich nehme es jetzt gerade auf und ja, dann wird es wahrscheinlich heute Abend schon online sein. Ja, heute ist es im Moment 12.15 Uhr und ja, ein bisschen windig, aber es ist heute Donnerstag, 12.15 Uhr und ja, auf Mallorca irgendwie von Temperaturen her kommt noch gar kein so richtiges Weihnachtsfeeling auf. Wir haben hier über 20 Grad, gestern hat es auch nur 22 Grad angezeigt, heute Morgen war der Thermometer auch schon wieder 20 Grad, also ich schätze mal, dass wir dann ja, insgesamt dann doch über 20 Grad auch heute wieder haben. Also irgendwie noch kein Glühweinwetter. Heute oder morgen Abend, weiß ich jetzt nicht genau, beginnt dann der Weihnachtsmarkt in Port Halsnaus. Aber wie gesagt, wettertechnisch hier momentan tagsüber immer schönes Wetter. Allerdings abends über Nacht, auch letzte Nacht, man sieht es auch hier ein bisschen auf den Straßen, nachts regnet es dann und abends kommt dann doch Wasser runter, was auch dringend benötigt wird. Also im Moment eigentlich perfekt, tagsüber schönes warmes Wetter und abends dann kommt der Regen. Wir gehen jetzt mal wieder heute tagsüber durch Palma und nicht nachts, nicht mit der Weihnachtsbeleuchtung, sondern das einfach mal tagsüber. Ja, der Borne. So sieht der Borne dann jetzt im Moment aus. Man sieht oben richtig schön, die Sonne drückt richtig durch die Bäume durch. Also tolles Wetter und man sieht, Mallorca ist auch im Winter immer eine Reise wert und man kann wirklich auch gutes, angenehmes Wetter erwischen. Was im Moment bedeutet, wesentlich wärmer als zu Hause. Was man aber nicht vergessen darf, auch hier abends, sobald die Sonne weg ist, wird es kühler. Also wer bald nach Mallorca kommt, nicht von den Tagestemperaturen täuschen lassen und auf jeden Fall auch für abends nach dem Sonnenuntergang warme Sachen mitbringen. Da werden schon auch durchaus mal abends dicke Jacken benötigt. Ja. Und sobald es windig ist, dann ist auch trotz 20 Grad ganz cool, wenn man eine Jacke dabei hat. So, jetzt gehen wir hier mal in die Altstadt von Palma rein. Also gehen wir mal hier rein in die Altstadt, vorbei am Hotel Can Alomar. 5-Sterne-Hotel mit einer sehr, sehr schönen Dachterrasse, wo man auch als Gast einfach hingehen kann und was trinken kann. Haben wir auch schon lange nicht mehr, aber kann man wirklich sehr schön oben sitzen. Und ihr seht schon tagsüber, trotz einer Woche vor Weihnachten, nächste Woche Heiligabend, ist es überall relativ ruhig. Aber man muss momentan auch sagen, ist normal. Was immer viele, oder wo sich immer viele wundern, dass hier im Dezember dann immer ja, ruhig ist. Ja, liegt einfach daran, dass momentan alle, die außerhalb Palmas wohnen, wenn sie dann
sagen, wir gehen heute mal nach Palma in die Stadt. Eigentlich immer warten, bis es abends wird, weil sie eben sagen, wir gehen dann in die Altstadt und dann nach Palma vor allem, wenn die Weihnachtsbeleuchtung an ist. Aus dem Grund ist es tagsüber immer relativ ruhig und wird dann meistens erst gegen Abend etwas voller. Hier in der Straße sind die ganzen Galerien, sehr viele vom Gerhard Braun, der überall seine Galerien hat. Atlantico Bar, Cocktail Atlantico, ganz alte Bar. Hatte man mal eine Zeit lang gemunkelt, sie macht zu, aber sie haben wohl alterstechnisch dann doch aufgehört, aber neue Betreiber gefunden. Also die Atlantico hier hat weiterhin geöffnet, soweit wir gehört haben, unter neuen Betreibern. Und immer wieder schön in Palma zu sehen, wenn man mal die Augen rechts und links wandern lässt, die schönen Patios, die es hier überall gibt, in diesen alten großen Häusern, tolle Patios, toll bepflanzt, doch immer sehr, sehr schön. Graffiti-Kunst. Und jetzt kommen wir ja gleich von der Altstadt wieder hoch zur Heime. So, hier habt ihr jetzt die Jaime Tercero, die Jaime 3 oder Jaume 3. Und hier geht ja Corte Inglés jetzt schon schön weihnachtsbeleuchtet. Eine kleine Straße rein, oder klein ist sie nicht, aber so eine Seitenstraße, Bon Aire. Eine Autostraße. Und da laufe ich jetzt mal hoch, um dann nachher wieder am Paseo dann wieder runter zu laufen am Fluss entlang. Hier habt ihr dann zum Beispiel auf der Seite, also wie gesagt, auch die Nebenstraßen sind teilweise schön zu entdecken. Hier gibt es eine schöne alte Bäckerei, wo man auch drin sitzen kann, Kaffee trinken kann in der Bon Aire. Ja, also auch so kleine Geheimtippläden, dann etwas abseits. Der Eros geht ja zu, aber direkt daneben. Immer wieder sehr schön zu sehen, mache ich immer wieder gern hier. Dieser schöne Obstladen hier. Wirklich sehr schön dekoriert, tolles frisches Obst und Gemüse, auch in der Bon Aire. Cocktailbar Klops, waren wir allerdings noch nie, kann ich nichts dazu sagen, weiß nicht wie der ist. Und nochmal eine tolle Pastelleria. Pastisseur Luis Perez. Auch ganz, ganz tolle Sachen drin. Also man sieht in Palma, was auch viele von euch wissen, es lohnt sich immer, auch mal in die kleineren Straßen zu gehen und nicht nur die Haupt-, ich sage jetzt mal, Touristenstraßen oder Hauptstraßen durchzulaufen. Und ja, auch abseits findet man ein oder andere Perle. Und ja, jetzt schon mal die Bitte hier. Wer uns noch nicht folgt auf YouTube,
oder auf Facebook, vielleicht setzt dieses Video auch auf Facebook hoch. Ja, gebt uns gerne einen Daumen nach oben und folgt uns. Auch wir freuen uns über jeden neuen Follower, der uns begleitet und Spaß an unseren Videos hat. Die Bitte kommt natürlich nachher nochmal. Mache ich ja nicht noch einmal ein Video. Ist ja immer wieder dasselbe. Same procedure as every video. Und jetzt geht's retour in Richtung Can Gomer, den Paseo de Mallorca geht's jetzt runter. Ich weiß natürlich, dass wir irgendwie immer wieder in denselben Ecken unterwegs sind in Palma. Aber ja, hier sind wir halt, hier leben wir, das ist unser Geschäft. Hier sind halt immer mal wieder dieselben Ecken, wo wir unterwegs sind. Und daher gibt es immer mal wieder Videos aus denselben Ecken. Die nimmt man jetzt gleich die Kamera weg. Und auf den nächsten. Jawohl. Ja, aber mit regelmäßigen Videos oder immer mal wieder einfach kann ich euch halt am besten versorgen hier. Aus der Gegend, wo wir halt einfach arbeiten, unterwegs sind. Und ich es immer mal wieder einfach damit verbinden kann, wenn ich kurz irgendwo hingehe, ein Video zu machen. Ein bisschen Wolken ziehen auch schon wieder auf. Ich denke mal, dass es auch heute wieder eventuell gegen Abend zu Niederschlägen kommen wird. Auf dem Weg zum Hafen, auf dem Weg in Richtung Hafen. Und ja, hier gleich vor uns die Mauer, die ihr da seht, da ist dann schon dahinter das immer mal wieder angesprochene Museum Es Baluar. Und da kommen wir gleich an den Platz, an dem auf Mallorca in Palma der neue große Stern der Weihnachtsbeleuchtung steht. Der Stern, bei dem ich im letzten Live-Video war, beleuchtet, farbwechselnd und ja, der ist jetzt gleich hier. Logischerweise tagsüber ausgeschaltet und heute Abend wird er dann wieder schön bunt in allen Farben leuchten. Ja. Plaza Santa Catalina, wo auch das umgedrehte Haus steht. Da könnt ihr dann abends, ups, der Wind bläst die Schilder um, könnt ihr dann abends den Stern bunt blinkend beobachten, anschauen, Entschuldigung. Jetzt hier im Es Baluar Museum gerade mal was schauen. Hier war nämlich bis vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr genau wann, immer vorne ein schönes Kaffee-Restaurant, in dem man sitzen konnte mit Blick auf den Hafen. Das dann irgendwann, wo ich mal da war, zu hatte, in dem Umbau war. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob da wieder ein Kaffee-Restaurant drin ist oder ob da, ja, was anderes drin ist. Na, sieht zu aus. Na, schade. Das sieht immer noch zu aus. Ja, da ist auch nichts drin, alles leer. Ist noch nichts wieder drin. Schauen, was da dann kommt. Ja, weil hier oben konnte man früher sitzen im Restaurant, Bar, Kaffee und dann hier direkt
auf den Hafen schauen. Auf die Kathedrale, ganz im Hintergrund. Aber ist nicht mehr. Aber man kann hier noch auf die Stadtmauer hochlaufen. Keine Ahnung. Mal schauen. War ich auch noch nie den Weg hier oben, wo man hier rauskommt. Da rechts gehen noch ein paar Treppen hoch, wohl auf die Stadtmauer. Ja, wir schauen einfach mal, wo wir hinkommen. Aha. Okay. So, hier an der alten Stadtmauer vorbei. Okay, hier ist zu. Okay, hier darf man zurzeit nicht hoch. Schade, schade, schade. Vielleicht dann wieder im Sommer. Und jetzt gehen wir hier links, dann kommen wir gleich an den Platz, an dem auch ein altbekanntes Restaurant, Bar ist, seit vielen Jahren, ich weiß gar nicht seit wie lang, sehr auffällig durch die Farben, alles rosa, pink gehalten. Seit vielen, vielen Jahren da, kennen auch sehr viele, jetzt im Winter natürlich zu. Im Sommer sehr bunt, sehr offen. Im Sommer sehr bunt und ja, draußen dann alles aufgestuhlt. Ja, hier die Bar Kotter. Da ja, kommt gerade ein schöner Oldtimer. Hm. Wahnsinnig, wie ruhig der Platz jetzt ist. Ja, es hat ja wirklich fast alles zu hier. Und wie voll der Platz dann wieder im Sommer in der Saison sein wird. So, da hinten seht ihr es schon. Da sind wir dann schon im Hafen von Palma. Ach komm, ich laufe mit euch statt am Hafen entlang. Mal hier durch die Gässchen durch. Hafen kann ich ja auch mal wieder machen, wenn ich zum Auto gehe und dann sogar ein Live-Video auf dem Weg zum Auto oder so mache. Hier die La Loncha, die alte Seehandelsbörse. Eigentlich ist eines der Gebäude. Was in der Saison immer auf ist. Finden dann auch Kunstausstellungen statt drin. Und ja, sonstiges. Auch hier sieht man, wie ruhig es ist. Normalerweise hier der Platz voll mit Stühlen und hier steppt der Bär. Und es ist alles weggeräumt. Ja, im Sommer, wie gesagt, ist eigentlich immer offen, die Lalonicha. Ist aber natürlich auch eine schöne Zeit jetzt, wenn man eben mit mehr Ruhe mal einfach anschauen möchte. Es ist alles ruhiger, nicht so voll.
finden wir, hat Palma auch immer was. La Boveda, ganz alte Tapasbar. Ja. Gibt es auch schon seit Ewigkeiten. Ich weiß gar nicht, wie lange. Lang. Und nochmal die Bitte, noch nicht ganz zum Schluss, aber fast. Wer uns noch nicht folgt, gebt uns einfach einen Follow, gerne einen Daumen nach oben und immer was in die Kommentare. Auch in die Kommentare Fragen, Tipps, Anregungen, was wir vielleicht mal machen sollen, was euch mal interessiert. Haut es einfach alles in die Kommentare rein. Ja, wir gehen einmal hier rum. Bin ich halt fast schon wieder am Can Gourmet. Hab aber kurzfristig entschieden. Ich laufe noch einmal die Treppen zur Kathedrale hoch. Mit dem Blick über den See vor der Kathedrale, vor dem allerdings gerade eine große Baustelle ist, weil er komplett umgebaut wird. Aber da habe ich noch ein paar Minuten durch Palma, die ich gar nicht weiß, ob ich die sogar schon mal auf dem Video habe, ob ich den Weg schon mal gelaufen bin in einem Video auf YouTube. Ich weiß es nicht. Im Sommer, in der Saison, heißt hier in der Ecke immer aufpassen auf die Nelkenfrauen, die hier gerne unterwegs sind und einem Nelken anbieten, um einem dann zu erklauen. Hört man hier runter. Gut, klar, Vordergrund große Baustelle. Wenn das aber nächstes Jahr wieder alles erledigt ist, dann ist es wieder richtig schön. Da hinten wird alles neu gemacht auf der anderen Seite. So, dann gehen wir mal hier. Das Treppchen zur allseits bekannten Kathedrale nach oben. Jetzt will ich schauen, wo ich hintrete. Guckt mal, wie schön es leer hier ist vor der Kathedrale. Wenn ihr da gegen die Bilder seht, im Sommer. Welten dazwischen. Jetzt geht es vor der Kathedrale die letzten paar Meter in Richtung Lädchen. Ein paar Meter nehme ich euch noch mit. Durch das vorweihnachtliche 20 Grad warme Palma. So richtig Weihnachtsstimmung kommt da nicht auf. Also gefühlt. Aber wenn dann der Weihnachtsmarkt im Portals offen ist, man dort abends dann mit Freunden sich trifft,
dann wird es auch kühler, dann ist auch die richtige Zeit für einen Glühwein. Dann kommt auch irgendwann die Weihnachtsstimmung auf. So, jetzt noch die Treppchen runter. Kommen wir dann gleich an einem Cappuccino-Kaffee raus. So, da ist das Cappuccino-Café ganz bei uns in der Nähe. Wobei das schönste Cappuccino für uns ist eigentlich das erste Cappuccino, also soweit wir wissen, das erste Cappuccino. Oben im, in Palma, hinterm Plaza Mayor. Da ist ein altes, schönes Altstadt. Oder wie nennt man es, ein altes Herrenhaus. Und da ist ein ganz, ganz tolles Cappuccino. So richtig schön im alten Herrenhaus mit einem Patio. Im Winter sitzen da dann die älteren mallorquinischen Herrschaften. Schön gerichtet und mal nehmen einfach auch hier dann sich die Auszeit, ins Cappuccino gehen zu gehen und zelebrieren das Ganze. Sehr, sehr schön. Meter vom Can Gourmet, vorbei an unserem Nachbarn Mischa, Vivermei, der seit dieses Jahr wieder geöffnet hat. Über unseren Platz hier, Fahrradläden, Galerie Manali, Café de Cyclist, rein in unser nettes kleines Sträßchen, wo unser Feinkostparadies, unser Gourmetparadies, Can Gourmet ist. Mal gucken, Sandra wird alleine sein. Und wir sind wieder hier da und Sandra ist hinten schon am Arbeiten. Juhu! Wie immer. Wie immer. Ich habe schon gesagt, du wirst einiges für mich vorbereitet haben, da du schon wartest und nicht wusstest, wo ich bin. Du wusstest gar nicht, dass ich Video mache. Nee. So, ihr Lieben, das war's für heute. Gebt uns einen Daumen hoch und folgt uns und danke, dass ihr zugeschaut habt, wann auch immer ihr das Video seht. Schönen Abend, schönen Tag, schönen Morgen, whatever. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss, ciao.